Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Enzheimer Gebirge V3 mit dem Leo heute. Hi, na. Der Wiese ist dabei. Der Wiese, hallo. Alias Patrick. Patrick, kennt man von Factorio. Und der MacMopsy23. Hallöchen. Ich hab dich schon mal in ein paar Livestreams gesehen von uns, kann das sein? Alias Sascha. Richtig. Alias Sascha, genau. Ja. Patrick, ja. Lass mich raus. Patrick, nee. Du kannst von zu Hause jetzt rauskommen. So, komm. Okay. Komm, okay. was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt sehr viel Geld, wir haben mehr Mitstreiter, Zuschauer, noch Anhang und so. Leo, was wollten wir jetzt machen? Erstmal werden auf den Kopf springen. Nein, auf jeden Fall muss das Feld Dingsda-Bumsda geerntet werden, Feld 10. Feld 10, richtig. Genau, darum können wir uns als erstes kümmern, denke ich. Ja, Freiwillige vor, Sascha. Oh. Alles klar, da ist er schon am Weg. Wiese, Patrick, Patrick. Ich will nicht. Patrick hängt sich mal in die Wäscheleine, sagt er. Reschen, abfahren. Ja, du kannst abfahren. Gut. Du kannst abfahren. Ich mache jetzt erstmal was Produktives und bringe den Drecker von der BGA nach Hause. So. Ah. Das war nicht gut. Alter. Leo, steht der Plan noch mit dem Feld 11? Prinzipiell würde ich schon, ja. So, sonst, ich fahre da gleich vorbei, deswegen würde ich das jetzt gleich mitnehmen, so, ne? Würde ich schon so sagen, ja. Würde ich schon so sagen. Weil das Feld 11 ist zwar ein großes Feld, wie man sieht, aber da ist natürlich Zeug drauf, das gegrubbert werden muss. Oder, ne? Es ist verrottet, auf gut Deutsch. Und deswegen müssen wir das runter machen und neues Zeug drauf machen. Ich glaube, der Verkaufs- oder Kaufspunkt ist hier oben irgendwo. Ah, hier. Ich bin genau vorbeigefahren, oder? Nee. Ah, hier unten. Was macht jetzt eigentlich? Leo, was machst du gerade? Ich werde mit Dreschenski. Dreschenski, okay. Dann werde ich jetzt hier mal das Feld kaufen. So. Zack. Oder können wir irgendwas anderes kaufen, wo was drauf ist, was wir auch ernten können? Nee, ne? Nee, das müsste eigentlich alles totgegangen sein. Was ist... dass die Zuckerrüben halten wohl etwas länger. Aber ansonsten ist alles dead. Na gut, egal. Wir kaufen das hier. Für 141.900 und das gehört jetzt uns. Wir haben da doch 104.000, Leo. Mhm. Für deine Kalkulation, Planung etc. pp. Wollten wir. Ja, die Frage ist halt jetzt, was kaufen wir? Kaufen wir noch einen Trecker? Kaufen wir noch zwei Trecker? Und kaufen wir Grubber oder kaufen wir keine Grubber oder was machen wir? Wäre schon geil, ne? Wenn wir mit vier Traktoren gleich das Feld 11 bearbeiten. Ja, da ist halt aber die Frage, ob die vier Traktoren alle das gleiche machen oder oder ob zwei Grubbern und zwei Seen. Theoretisch können wir uns das sparen, weil wir haben ja diesen Frontpacker. Ja. Das heißt, wenn wir noch zwei Frontpacker und zwei Seemaschinen bekommen würden und zwei Trecker, dann können wir das mal vier machen und dann sind wir da blitzeblanke gleich fertig. Die Frage ist nur, ob wir das so machen wollen oder ob wir auf die Zuschauerkommentare eingehen und sagen, wir haben uns geirrt, es tut uns leid, das ist kein Grubber, das ist ein, ich mache komisches Zeugs mit der Erde, damit es besser eingepflanzt werden kann. Aha. Weil es, waren da einige, die haben gesagt, das ist ja kein Grubber, was das ist. Nein, das ist kein Grubber, das ist eigentlich, die Bauern nehmen das eigentlich, wenn sie flügen, machen sie das hinter den Flug noch mit dran irgendwie. Okay. Also es ist eigentlich unnütz, ne? Na, es ist nicht unnütz, aber das ist halt nicht... Es erfüllt nicht den Zweck, den wir dafür vorgesehen haben. Dann kommt's weg. Ganz einfach, dann muss es weg. Ja, weil es funktioniert, LS macht es möglich, ja. Aber es ist halt nicht originalgetreu. Nee, nicht originalgetreu, ja. Ist auch falsch. Es ist nicht realistisch. Genau, es ist nicht für die Arbeit geeignet, für die wir das hernehmen. Genau, und das ist halt dann... ich verkaufe das wieder. Alles klar. MacMopsy, machst du deine Rundumleuchte aus, bitte? Ja. Alles Klärchen. Das mag der Leo nicht, wenn es blinkt. Nee, mag er nicht. Es leuchten. Erinnert mich an gewisse andere Straßenbezirke, wenn es so rot blinkt. Was? Wie? Straßenbezirke? Leo, wo wohnst du eigentlich? Am Arsch der Welt. Nein, gar nicht wahr. Unter der Brücke 3A oder was? Bitte, Werner. Nee, okay. Immerhin haben wir Brücken. Das ist schön für euch. Ja, ihr habt nur Tunnel. Ja. Wir haben sogar Tunnel. Nee, das ist egal.
Nein. Lassen wir das sowieso nicht, also deswegen. Uhr. Ja. Darauf wird es hinauslaufen, Patrick, ja? Hast du recht. Ich möchte hinzufügen, dass mein Trecker nur mal 55 Liter Diesel hat, der bald aufgetankt werden müsste. So, ich habe jetzt beide grober oder Anführungszeichen verkauft. Das hat nochmal ein bisschen Geld gebracht. Lass mal den Kalkulationsmeister ran. So, zwei Trecker haben wir gesagt, ne? Mhm. Rechner. So. Werner, rechnet mal leise im Hintergrund. Meine Frage an die Zuschauer, gäbe es denn eine Kombination, die realistisch ist, die vorne grubbert und hinten gleichzeitig ansehen tut? Und am besten, wenn ihr sowas habt, gleich mal so einen Modlink da reinballern. Dann können wir uns das einfach mal angucken. Weil ich kenne das nicht. Ich weiß nicht. Also für mich hat das so funktioniert, wie wir das so gebaut haben. Das war scheinbar falsch. Und dann würde ich das halt gerne mal, oder zumindest einmal zeigen, wie es richtig wäre. Das wäre schon ganz cool. Glaube ich. So, Werner braucht jetzt die ganzen restlichen 10 Minuten, die wir noch haben, zum Rechnen. Nein. Die Frage ist nur, ob wir uns einen originalgetreuen Grubber kaufen. Der kostet 9,4. Oder ob wir uns von dem Old-Gedöns den Grubber kaufen. Der hat zwar einen halben Meter weniger Arbeitsbreite. Kostet aber nur ein Drittel. Kostet aber die Hälfte, ne? Das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Oder, Moment, lass mich ganz kurz was gucken. Wie viel PS hat denn unser Trecker, den wir so verwenden? 135. Was spricht denn dagegen, wenn wir uns einen 6 Meter Gruber holen? Wir haben nichts, was ziehen kann. Das ist unser Problem. Die haben noch 100.000. Also, wir haben 112.000. Die 6 Meter Gruber sind schon echt schweineteuer, ne? 6 Meter Gruber kosten, ja, 29.000. Ja. Also sagen wir mal 30, dann hätten wir noch 80. Ja. Boah. Dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig. 80, lass mich kurz gucken. Für 80 bekommen wir, ja, ist natürlich geil, dass hier keine PS-Zahlen beistehen. 150 PS. Ja, 190 PS. 218 PS. Also 218 PS wären drin für 65.000. Dann bleiben uns noch 15.000. Können wir damit? Nee. Ja, keine Ahnung. Die Standardtraktoren kannst du so vergessen, ne? 6 Meter wären auf alle Fälle nicht schlecht. Und man muss dazu sagen, ihr erntet ja jetzt Raps. Da wird bestimmt noch was rumkommen. 10.000, 20.000 vielleicht. Ich würde es einfach riskieren, Leo. Okay. Weil der Kleine kostet 16,4. Das könnte sich vielleicht gerade so ausgehen. Und es geht sich auf alle Fälle aus mit der Kombination, die wir dann haben, oder mit dem Raps, den wir dann haben. Aber dann haben wir nur drei Traktoren, das musst du bedenken. Dann haben wir nur drei Traktoren, das ist richtig, aber ja, kann sich ändern, im Prinzip. Was würde uns denn 3 Meter Gruber kosten? Der 3 Meter Gruber, der standardmäßige. Ja, der standardmäßige kostet 9,4. Nee. Holen wir uns den 6 Meter Gruber. 6 Meter Grover, da brauchen wir aber 220 PS, ne? Ja, nimmst du das Ding mit? Das wird der Fendt werden wahrscheinlich, ne? Das Problem ist, ich weiß nicht, welcher Fendt du meinst. Der 8 irgendwas? 820, da stehen keine PS-Anzahl bei. Ich weiß nicht, was der, ne? Ich weiß nicht, was der PS hat. Das ist mein Problem. Ich kann zwar jetzt einen MBTA kaufen mit 218 PS. Okay. Reicht auch. Müsste reichen eigentlich. Ja, ne? Wir können uns auch die billige Variante nehmen, ohne Frontlader. Der kostet um 5.000 weniger, der kostet 60.000. Ja, Frontlader haben wir ja. Eben, ich kaufe das jetzt einfach. Weißt du was? Zack, erledigt. Ich hab's gekauft. Und dann haben wir noch einen grober. Leckt ein bisschen, ne? Aber geht. So, guck an, wir haben noch 23.000. Theoretisch könnten wir uns noch einen kleinen Trecker kaufen. Theoretisch, also mache ich jetzt nicht. Der kostet 16,4. Dann haben wir noch 9, ja. Wenig für eine Sämaschine auf alle Fälle. Nee, für die Sämaschine reicht es nicht, aber wenn wir verkaufen den Raps, dann reicht das. Ja, das geht sich aber nicht aus, Werner, von der Arbeitsbreite. Ja, ich würde jetzt direkt anfangen mit dem Grubbern, ehrlich gesagt. Du kannst mit dem Grubbern anfangen. Der zusätzliche Traktor, können wir auch verwenden. Der kann nämlich dann anfangen, einfach mal zu düngen. Weißt du?
Ja, ich habe es noch nicht gekauft, das heißt, wir haben was noch 23.000. Ja. Doch, es steht ein Trecker, steht jetzt rum, weil ihr habt ja einen zum Abfahren, ne? Mhm. Und einer steht beim Händler. Hat das Ding eine Druckluftbremse? Ja. Okay. Muss ich Gewicht mitnehmen? Ich glaube schon, ne? Kann bei, kann bei dir auch die Abfrage, ob du das Ja oder Nein einstellen möchtest? Ja, kann bei mir auch. Gut. Kann bei dir auch? Ja. Bei euch auch, Jungs? Jo. Okay, da kommt das bei allen. Ich dachte, vielleicht kann nur der Admin sagen, ey, mach mal für alle. Nee, Junge, Gruppenzwang. No. Leo? Ja, bitte, Werner. Ich sag dir jetzt was als Freund, ne? Ja. Du guckst so viele Streams, lass es. Nee, das macht Spaß, Werner. Ja, aber du, wenn es ist an. Was du, ist das du genauso. Nein. Na, nein. Never ever. Hast du den Beta gesehen von Forbidden Mods? Den, hast du nicht gesehen, kannst du nicht gesehen haben. Den nehme ich mit rein, weil der ist cool. Der erhältliche, frei erhältliche. Volltreffer. Darf dir's? Werner, der ist ein Knaller für sich einfach. Ich verstehe nicht, was die Peoples wollen. Nee, hast du den gesehen? Hast du nicht gesehen, ne? Dann nehme ich den mal mit rein. Ja. Das wäre eigentlich nur eine Umschreibung gewesen für Leo. Nächstes Mal ist ein weiterer Beitrag mit drin. Aber ist egal. Ja, dann sag das doch einfach so. Nee, dann ja, machst du wieder rum. Weiß ja nicht warum, aber ist okay. So. Weißt du was? Ich fahre jetzt einfach. Ach, Leo, lass den Kopf nicht hängen. Irgendwann bist du auch ein großer Junge. Habe ich hier einen. Ich brauche einen GPS-Kurs. So, Moment. Nee, das ist so. Das ist schon ein bisschen doof hier. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen, ja. Nur ein bisschen. Wie lange braucht ihr ungefähr noch? Ich denke, die Folge werden wir hier gleich fertig. Die Folge kriegen wir hier, das ist fertig, ja. Ah, okay. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Passt. 6 Meter, ja. Offset aus. Wenn jemand irgendein Kriegshorn im Hintergrund hört, ne, das bin nicht ich, das ist irgendwelche Sportfestival, weiß was ich was draußen. ohne Witz. Kriegshorn? Ja! Was machen die für den Sport, wenn ich fange? Irgendwas mit Köpfe einschlagen bestimmt. Köpfe einschlagen, okay. Ja. Wohin reiten? Wie mache ich die Linien an bei ne? Wie heißt das? Ja. GPS? Warte. Du hast so über der Satellitenschüssel, wo du deinen GPS-Kurs aktivieren kannst, diese Linien. Was steht da? Diese gestrichelte und die durchgängige. Null. Was zeigt? Klick da mal drauf. Solange bis da wieder diese gestrichelte Linie und die durchgezogene steht. Zählt da was? Achso, ja. Ich habe jetzt eine punktierte und eine durchgehende. Beide gerade. Beide gerade. Zeigt er was an? Nee. Jo. Dann mag GPS dich nicht. Dann mach mal noch einmal draufdrücken, dann macht er das höher. Vielleicht siehst du sie einfach nur nicht. Ja. Seht ihr nicht. Hast du vorher ganz zufälligerweise F5 gedrückt? Nee. Warum? Ich weiß nicht. Was macht F5? Das macht, dass du sie nicht mehr sehen kannst. Nee, Leo, das wäre mir aufgefallen. Okay. Leo? Was denn? Ist egal, ich fahr jetzt weiter. Wolltest du nicht abtanken? Ja doch, aber das kann ich auch hier vorne machen, oder nicht? Ja, na gut. Ja, nee, ich weiß nicht. So ist doof. Oh, seid ihr schon fertig? Das geht ja viel schneller mit mehreren Leuten. Nee, war zu okay. Das macht einem nur Kopfschmerzen. Ja. Ich hab noch was. Jetzt sehe ich Linien. Ah, okay. Wisst ihr? Nee. Einfach nur, nee. Ich bin hier 3 Jahre dran mit Grubbern, ich weiß es jetzt schon. Wo soll das denn hin? Verkauft am besten. Ja. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Kannst du das jetzt nachvollziehen? Ja, ich komme damit. Ja? Okay. Ich hab's schon angewöhnt. Achso, okay. Wo denn? Alter, jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr.
Darf ich eine Frage fragen? Der Trick dabei ist, das Schneidwerk vorher abzulassen. Der gibt mein Schneidwerkswagen nicht her. Darf ja, dir's? Kriegen wir gleich hin. Kriegen wir gleich. Ich habe eine Frage. Ja, dann frage er. Ich habe ein... Oh, ich häng fest, Moment. Ich habe einen grünen Strich durch mein Gewicht durchgehen. Was ist das? Das ist vom GPS? Das ist die Mittellinie vom GPS. Ja, die geht aber nach oben, nicht... Ne? Ja, ja, weil du das eingestellt hast, dass es nach oben geht. Du hast doch unten links da Sachen geändert. Ja, das, was Patrick gesagt hat. Ja, genau. Und wenn du das nicht die gerade Linie hast, sondern dass die Linie nach oben zeigt, dann hast du genau das, was du gerade beschrieben hast. Okay, danke, Leo. Also der MB-Truck macht das ganz gut. Das ist schön. Das läuft. Oh, alter Schwede. Miau. Frage ist nur, wer das alles anziehen soll, alter Schwede. Achso, wir brauchen auf alle Fälle, glaube ich, noch einen Trecker. Fängt mit und W an und hört mit Erna auf. Ja? Ja. Alles klar. Die Frage ist nur, was ihr da derweil macht, ne? Ich fahr zum Getreide, Werner. Ja, gut. Den kenne ich. Ja? Ja, ja. Ist der große Bruder vom Gülle, Werner. Ist ein Egger. Was? Nein, das kann man so nicht sagen, Leo. Hat er nicht gesagt. Doch, doch. Doch, doch, hat er. So, Leo, ich mache jetzt hier die Bahn noch fertig und dann sind wir auch fertig für heute, wenn du damit einverstanden bist. Werner, wollten wir nicht noch irgendwas kaufen? Weiß nicht, ob du was kaufen wolltest. Wir wollten noch einen weiteren Traktor kaufen später. Ja, ja, die Option ist offen gelassen, deswegen kannst du gerne machen. Ich gehe erstmal den hier tanken. Oder wollt ihr wieder so eine Wiesen-Mäh-Aktion machen, damit wieder Geld reinkommt, möglichst bald? Ja, aber wir brauchen trotzdem einen weiteren Traktor. Da wirst du nicht drum rumkommen, da hast du recht, ja. Eben. Und die Frage ist halt, was jetzt mit dem Silo ist, ne? Das ist... Das weiß ich nicht, ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Im schlimmsten Fall müsste man dafür echt in die GameXML reinfahren und das auf Null stellen, aber das ist auch kacke, ne? Das ist ziemlich Arsch, ja. Cool, ich fahre im Kreis. Machst du das gerne? Ja, Map erfunden, ne? Ah, okay. Jo. So, wir sind fertig für heute, Leo, ne? Wenn wir das sind, dann sind wir das, ja. Okay. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, würde uns sehr freuen und wir sehen uns morgen wieder bei einer weiteren Folge Endzeitgebirge V3. Ja, noch einen schönen Tag und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.